Moin aus Hamburg, frohes neues Jahr 2020. Ich hoffe, ihr habt gut reingefeiert. Ich wünsche euch allen und euren Lieben alles Gute für dieses neue Jahrzehnt. Es werden viele, viele neue Trends auf uns zukommen. Viele Sachen werden sich weiterhin verändern. Und wenn wir mal schauen, was hinter mir ist, so von wegen so alte, schöne Lexika, Stichwort Wikipedia und sowas, haben solche Sachen natürlich abgelöst. Wir werden auch nicht mehr so schöne alte Busse haben. Irgendwann, die fahren nämlich irgendwann alleine. Der ist noch aus London, irgendwie aus meiner Kindheit. Und sicherlich werden wir auch noch mal das eine oder andere Unicorn erleben. Hier oben steht da auch schon eins. Was sehr spannend ist und was sehr, sehr wichtig, denke ich, ist für dieses Jahr, ist weiterhin das Thema der Unterschiede der Generationen. Wir sehen einfach die Generation Z, die kommende Generation, die jetzt die nächsten Jahre auch im Berufsleben mehr und mehr bestimmen wird. Die haben und wollen auch mehr das Sagen in Unternehmen. Firmen müssen sich, wie wir wissen, mittlerweile selbst um ihre Mitarbeiter bewerben. Das Stichwort Employer Branding spielt eine große Rolle. Das bedeutet, die Zeit, in der ich aufgewachsen bin, als Jugendlicher, als Schüler, auch als Student, da war es noch so, du musstest dich bei der Firma bewerben. Das ist jetzt komplett anders. Die Firmen bewerben sich bei ihren kommenden Mitarbeitern. Es gibt starke Unterschiede teilweise, das haben wir gesehen, über mehrere Jahre Generationsforschung zwischen den Kulturen der Generation Z, also die, sagen wir mal so, circa jetzt 18, 17, 18-Jährigen bis Anfang, Mitte 20-Jährigen und der Generation der Arbeitgeber. Das sind die, sagen wir mal so, ungefähr Altersgruppe Anfang 40 bis gegebenenfalls bis in die 70er, je nachdem, ob das Familienunternehmen sind, die noch von den älteren Generationen geführt werden oder auch von älteren Management-Generationen. Dabei geht es nicht nur um die Firmen, sondern es geht natürlich auch um politische Generationen, Generationen der politischen Entscheider. Für alle gilt, es gibt schon einige disruptive Themen, die auf uns zukommen, weil einfach die Generation Z und die jüngeren Generationen das ganze Thema komplett anders sehen. Also die sind wesentlich pragmatischer und gehen wesentlich offener darauf zu, wie Arbeiten funktioniert, wie Gesellschaft funktioniert, natürlich auch Politik. Um euch und unseren Unternehmenskunden da auch ein bisschen zu helfen, haben wir extra dafür einen eigenen Workshop aufgesetzt. Wer sich dafür interessiert, ist ganz einfach. Im Internet findet ihr das unter trendquest.eu/generation-z. Ganz einfach trendquest.eu/generation-z, Buchstabe Z. Da gibt es mehr. Es gibt auch noch einen Neujahrsbonus. Also wenn ihr bis nächste Woche das bucht oder mir vielleicht noch eine kurze Nachricht schickt, dann bekommt ihr das auch günstiger. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Start, auf diesen Startmonat in diesem Jahr. Wir werden einen Neujahrsempfang haben und wir werden viele, viele Veranstaltungen haben im Sinne der Tradition unseres Trend Talks. Jeden ersten Donnerstag im Monat, seit mittlerweile, ich glaube, wir sind im 100. Trend Talk, den haben wir im Mai. 12. Januar 2012 haben wir angefangen damit. In diesem Jahr geht es in den 100. Trend Talk und darüber hinaus. Ich freue mich sehr auf ein sehr, sehr spannendes Jahr. Viele, viele Neuerungen, viele gute Sachen und wie immer, wir wissen, Zukunft fängt immer heute an, hier und jetzt. Das heißt, es liegt bei uns, was wir daraus machen, wie wir mit den Veränderungen umgehen und inwieweit wir die Zukunft gestalten. Das liegt in unserer eigenen Aktivität. Ich freue mich, wenn ihr Fragen haben sollt, Workshops mal haben möchte, wer gerne mitmachen möchte, auch wer bei Trendquest im Team etwas beitragen möchte, immer gerne. Und in diesem Sinne, frohes neues Jahr und auf viele, viele schöne neue innovative Trends, auch wenn ich die alten Sachen liebe. Wir brauchen und sehen einfach, dass Automatisierung, dass Innovationen schon einen Sinn haben und auch auf viele, viele schöne Unicorns. Bis dann!